So, heute ist mal wieder Shooting angesagt und vor allen Dingen die Likria mal wieder in Gebrauch. Wir, also nicht ich, sind gerade beim Make-up. Die Rania ist gerade die Ivy am Schminken. Und wir werden heute, ich zeige euch mal das Equipment, was wir hier haben. Wir werden hier heute mit der guten alten Polaroid arbeiten. Hier liegt der Film dazu. Und dann natürlich auch digital. Ja, und was wir da machen, wird die Rania nachher einfach ein bisschen mitfilmen. Und ich weiß selber noch nicht, was dabei rauskommt. Wir lassen uns überraschen, oder? Okay. So, Leute, Make-up ist ready. Die Rania hat hier super, super Arbeit geleistet. Demnächst gibt es auch ein Tutorial. Und die Ivy ist auch ready. Kann gerade gar nichts sehen. Ich hoffe, es passt so. Servus. Jetzt. Genau. Und wir fangen jetzt an zu shooten. Die Rania wird ein bisschen mitfilmen. Es gibt kein First Person, also nichts auf die Kamera und so. Und Batman. Demnächst kommt noch Superman. Batman vs. Superman. Das funktioniert. Ja. Gehen wir auf eine 160stel, 160stel, ISO 100 und die Blende ist manuell auf, wo bin ich hier, 1,4, ja bei 2, das ist gut. Jetzt müssen wir mal schauen, ich glaube jetzt ist es zu dunkel. Ne, ne, es ist nicht. Sexy Schnitte. Ja, wow, geil. Ist da mein Hocker, oder? So. So, jetzt nochmal ein kleiner Tipp für euch. Wenn ihr von oben fotografiert, wirkt das Model immer sehr graziös. Wenn ihr von unten fotografiert, wirkt das Model eher, ja, wie sagt man, ich weiß gerade gar nicht, dominant. So, Frank wieder in Action und Ivy auch. Die beiden wärmen sich jetzt auf, sind dabei, sich aufzuwärmen. Für die was? Für die Pole. Ah ja, genau, für die Pole. Oh yeah! Glamour! Hallo! Hallo! Hallöchen! Hallöchen! We're starting! Genau! So, für die Sony-User, wenn ihr manuell fokussiert, gehe ich immer zweimal in den Zoom rein und fokussiere genau auf die Augenflüssigkeit. Und dann habt ihr den... Ja, komm schon, da ist er. Und dann sitzt der Fokus, aber sowas von. Ja, mal warten, bis das Model die Bewegung beendet hat. Gerade bei der kleinen Blende, wo wir gerade mitarbeiten. Ja, jetzt könnte man fragen, warum ich mit der 2,5 war, weil es einfach so ist. Ja, genau, bleib mal. Super.
Manchmal ist es schon scheiße, wenn man nur der Fotograf ist und nicht die Make-up-Artist. Ja. Naja. Regel Nummer 1, nie das Model anfassen. Danke. Außer, man kennt sie so gut und man hat die Genehmigung dazu. Danke. Bitte, warum? Ja, dass du das sagst. Ja nun, ist ja Regel Nummer 1, oder? Ja, danke. Und obwohl wir uns so gut kennen, frage ich trotzdem, ob ich dich anfassen darf. Genau, betatschen darf. Und siehst du, du darfst immer noch nicht. Eben. Ich darf noch nicht mal einölen, obwohl wir uns schon so gut kennen. Und ich darf. Und die Rania kennt sie gerade mal 5 Stunden oder so und darf schon ran. Ja, na klar. So, okay, Spaß beiseite. Wir üben jetzt hier für die Polas, also die Posen für die Polas. Und hier nach machen wir dann die Polaroids. Und dann machen wir das coole Bild, was wir geplant haben. Okay, wir filmen jetzt wieder. Frank in Action. Ewi auch. Dreh mal den kompletten Körper einmal um 180 Grad. Jetzt den Körper drehen. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, das ist. So, ja, gleich. Das ja. Du musst mal kurz in die Schau. So, wir schauen mal nach dem Polo. Wie fühlst du dich? Oh, exhausted. Wie fühlst du dich, Frank? Fühlst du dich noch motiviert? Oh, das schaut jetzt schon geil aus. Oh Gott. Muss man nur noch mal. Okay. Das ist so schön. Das ist besser. Aber da ist kein Licht. Franz braucht jetzt eine Pause. Bis dann. Oh, Akku aufladen.